August 1944. This is it. We're going to liberate Paris. The French 2nd Armored Division and the U.S. 4th Infantry arrive at dawn. That means we move tonight. It's been a week since we took out that train. Our platoon's in the middle of Paris, working with the resistance. Rousseau and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Rousseau and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison is run by SS and Polizeiführer Heinrich. And he couldn't find me. Came for my parents. And my husband. And find me, my son. Tonight, everything we've lost, everything we fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These Krauts ain't gonna give up easy. I figure we can survive Pearson, we can survive anything. I fought alongside him at Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, we enter the wolves' den. See you there. One more checkpoint. Nazi fucks. We're going. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, your cover story must be ironclad. Let's go for it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and Foreign Intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. This is our one chance. Recruiting our inside man came at a terrible price. You're to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we'll need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Guten Abend. Papiere bitte. Danke sehr. Fahren Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Wann zieht die nächste Patrouille los? In 30 Minuten. Wir werden wohl mehr Patrouillen rausschicken müssen. Und warum das? Der französische Widerstand wird immer dreister. Ich habe gehört, gestern Nacht haben Sie einen Munitionslaster gekapert. Ja, die
Sie haben Waffen, Munition, Granaten und sogar ein paar Kisten Dynamit abgegriffen. Mit dem Zeug könnten Sie uns mächtig Ärger machen. Und genau deshalb müssen wir Sie aufhalten. Now remember, your contact's name is Fisher. He's wearing a grey officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Guten Abend. Ich komme gerade aus Berlin. Können Sie mir ein gutes Hotel empfehlen? Es gibt eins, die Straße entlang, wo alle Offiziere wohnen. Es ist eines der besseren Hotels in der Stadt. In der Tat. Unsicher. Die Franzosen, die dort arbeiten, wissen, was sich gehört. Ich wohne schon seit ein paar Wochen da und hatte noch keinerlei Probleme. Ausgezeichnet. Ich hatte befürchtet, es wäre schwierig, eine sichere Bleibe zu finden. Ja, leider machen die Zivilisten uns mehr Ärger, als wir erwartet haben. Wer hätte gedacht, dass die französischen Bauern hartnäckiger sind als ihre Soldaten? Mit der Zeit werden wir die Pariser schon klein kriegen. Bis dahin müssen wir Deutschen aufeinander achten. Ich werde sie beide im Auge behalten, meine Freunde. Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Sie können die Hintertreppe nehmen. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Muss man sich darum wohl Sorgen machen? Nein, noch nicht. Aber wir dürfen es auch nicht ignorieren. Ich verstärke besser alle wichtigen Sicherheitsposten. Gut, die Überwachung bekannter Verschwörer sollte auch verstärkt werden. Wir müssen so viele Widerstandsanführer erwischen wie möglich. Der Schlange den Kopf abschlagen, damit der Körper stirbt. Exakt. Die meisten Franzosen sind Feiglinge. Wenn wir die Anführer ausschalten, werden sich ihre Anhänger in die Schatten verkriechen. Dieses Gespräch geht Sie nichts an. Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Keller Karten. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Weißt du, was sie hier will? Krüger waren letzte Nacht bei Patrouillen, sind nicht zurückgekommen. Man hat sie heute Morgen in einer Gasse gefunden. Oder das, was von ihnen noch übrig war. Die französischen Bastarde werden dreist. Zu dreist. Das gefällt mir gar nicht. Da knallt es bald ganz gewaltig. Sowas würde ich nicht laut sagen. Sonst landet man ganz schnell im Gefängnis. Oder schlimmer. Dieses Gespräch geht Sie nichts an. Nein, ich habe Oberführer Dressler nicht gesehen. Man kann ja über Paris sagen, was man will, aber ich vermisse die Heimat. Ich auch. Ich kann das französische Essen nicht mehr sehen. Was würde ich für eine ordentliche Bratwurst geben? Mann, jetzt habe ich Hunger. Und von dem sogenannten Bier wollen wir erst gar nicht reden. Ich weiß, Ihr Bier ist so schwach wie Ihre Armee. Die Franzosen tun nichts außer Wein saufen. Wein ist für Kinder. Echte Männer trinken Bier. Kräftiges deutsches Bier. Und jetzt habe ich Durst. Dieses Gespräch geht Sie nichts an. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Ich versuche, den Eingang zum Keller zu finden. Ich muss Oberst Fischer sprechen. Normalerweise könnten Sie jedes der Treppenhäuser nehmen. Aber der Keller ist zurzeit für Hilfskräfte gesperrt. Vielen Dank. Gern geschehen. Hast du sie schon mal gesehen? Wollen wir nicht mal beim Essen darüber sprechen? Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Hast du sie schon mal gesehen? Ich habe endlich einen Brief von meinem Mann bekommen. Das ist seit einer ganzen Weile der erste, oder? Ja. Er meint, dass er täglich schreiben würde, aber ich habe im vergangenen Jahr nur 5 oder 6 bekommen. Wo ist er stationiert? Im letzten Brief stand, er wäre in Russland. Wie läuft der Krieg dann? Nicht so gut. Das Wetter ist grauenhaft und die Russen sind zäher als gedacht. Aber ich glaube ganz fest, dass mein Klaus zu mir zurückkommt. Aber sicher doch.
heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Nehmen Sie so viele Gefangene wie möglich. Verstanden. Wir schnappen sicher genug, um unsere Befrager bei Laune zu halten. Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Kennst du sie? Das kann nicht stimmen. Naja, dann warten wir. Kommen Sie mit. Ich bin sicher, dass er Ihre Nachricht erhält. Nein. Bleib so. Ich kann fließen. Verschwinden Sie! Was geht Sie nichts an? Ça suffit. Mais qu'est-ce que... Restez cachés. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance! Je suis de votre côté. Qui êtes-vous? Courage. Vous n'êtes pas seul. Battez-vous avec moi pour libérer la ville. Vous avez ma parole. Je le jure. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance! Jedenfalls nicht die Hübschen. Ja, wären wir doch Offiziere, dann würden hübsche Frauen für uns Schlange stehen. Ja, genug geträumt. Lass uns spielen, ich brauche noch mehr von Autos Kohle. Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Ich habe schon seit einer ganzen Woche nicht mehr in meinem Bett geschlafen. Ich weiß. Ich habe schon seit Wochen nicht mehr durchgeschlafen. Warum stellen die nicht mehr Sekretärinnen ein? Selbst Französinnen wären eine Entlastung. Psst, das würde ich nicht zu laut sagen. Stellen Sie sich mal vor, was eine französische Spionin mit diesen ganzen Geheimunterlagen anstellen könnte. Aber es muss doch auch
ein paar anständige Franzosen geben, die verstanden haben, dass wir gewonnen haben. Ich würde keiner von denen vertrauen. Man weiß nie, wann sie sich gegen uns wenden. Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Waren Sie schon mal dabei, wenn Polizeiführer Heinrich jemanden verhört? Nein, aber ich kenne Gestapo-Verhöre. Warum? Gegen ihn wirkt die Gestapo wie ein Kindergarten. Das ist ein Scherz, oder? Nein. Was er mit den Gefangenen anstellt? Ich werde den Rest meines Lebens diese Schreie nicht vergessen können. Was wollen Sie? Das Personal darf hier nicht weiter. Die Schreibtische für Assistenten sind hinter Ihnen. Ich habe diesen Bericht gerade durch. Das Wetter ist braun. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room. Eine meiner Cousinen lebt dort. Wie heißt sie? Ada Fischer. Sie ist Schneiderin. Ist sie auch so hübsch wie Sie? Ich wette, das sagen Sie zu allen neuen Sekretärinnen. Nur wenn Sie wirklich hübsch sind. Gehen wir doch heute Abend essen. Es gibt ein kleines Bistro hier in der Straße. Der Inhaber ist ein Freund von mir. Wird das ein Stell-Dich-Ein? Wieso sollte ich das hübscheste Mädchen, das mir je begegnet ist, nicht zum Essen einladen? Warum zieht der Polizeiführer jetzt ab? Wir brauchen ihn. Da ist ein großes Treffen in Berlin für alle hochrangigen Offiziere. Weiß man, wie lange er weg sein wird? Nicht genau. Ein paar Wochen, vielleicht mehr. Weißt du, was er hat? Hat er einen Stellvertreter benannt? Nein, hat er nicht. Sag ich doch. Hier geht irgendwas Seltsames vor sich. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher. Vielen Dank.
danken mir sie noch nicht. Fräulein Schneider. And now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English, for as you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte. Nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. It was Herr Commander Spiegel. Sehr gut. Very good. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God, I will miss the cuisine. Take the ortolan, that tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh. Or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Rousseau! Den ganzen Tag im Funkraum. Ich verstehe nicht, was all diese Fragen sollen. Es ist meine Aufgabe, Fragen zu stellen, wenn die Sicherheit Deutschlands auf dem Spiel steht. Bitte, Sie haben meine Papiere. Sie können jeden in meiner Abteilung fragen. Ich bin nie weg gewesen. Keine Sorge wegen der anderen. Die werden auch befragt. Jetzt ist nur wichtig, dass Sie kooperieren. Ja, natürlich. Ich bin loyal. Bitte, bitte, beruhigen Sie sich. Ich will keinen Ärger. Ich sage Ihnen alles, was Sie wissen wollen. Sie haben aufgrund Ihrer Freigabestufe Zugang zum Munitionslager, richtig? Ja, aber ich war seit Tagen nicht drin. Seit Tagen? Nein, 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 nein. Mein Freund, wenn es Tage her ist, warum ist dann Ihre Unterschrift auf der Ausgabeliste von heute Morgen? Sehen Sie jetzt das Problem, Offizier Gerber? Was? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Ich bin sofort in den Funkraum gegangen. Sagen Sie mir, unter wem haben Sie Vorspiegel gedient? Ich hatte mehrere Vorgesetzte. Herr Fischer und Stabsoffizier Dressler waren, glaube ich, direkt davor. Ich verstehe nicht, warum Sie mich das alles fragen. Es steht alles in meiner Akte. Jemand, auf den Ihre Beschreibung passt und mit Ihrem Namen unterschrieben hat, hat heute Morgen unautorisiert Munition entfernt. Ah, ich schätze, jetzt begreifen Sie unser Problem. Ja, aber ich habe nicht... Bitte, ich weiß nicht, was passiert ist. Sie müssen mir glauben. Nein, das kann nicht stimmen. Kontrollieren Sie das. Den Gefangenen. Wahrscheinlich schicken Sie zwei Patrouillen zu diesem Lagerhaus.
Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob er schon Namen verraten hat. Warum haben Sie mir das nicht schon vor einer Stunde gesagt? Dieser Bereich muss besser gesichert werden. Natürlich. Finden Sie Ihre Familie und verhören Sie sie. Ja, sicher. Finden Sie sofort den Polizeiführer. Dieses Gebäude würden Sie nicht angreifen. Ich sage Bescheid, dass Sie für ihn angerufen haben. Vielen Dank und einen schönen Abend. Weitere Anweisungen? Nein, das kann nicht stimmen. Kontrollieren Sie das nochmal. À combien estimez-vous leur nombre? Avez-vous vu s'ils portaient des armes? Madame, votre vigilance a sauvé de nombreuses vies. Merci de votre collaboration. Die alte Frau behauptet, beim Café du Mont würden sich weder Ständler treffen. Ist ihr bewusst, mit wem sie gesprochen hat? Nein. Sie denkt, das Vichy-Regime schickt Leute, um das Treffen aufzulösen. Sehr gut. Ich schicke zwei Trupps, um alle im Café zum Verhör festzunehmen. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es wird Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Was soll die Aufregung? Ich glaube, man hat einen Spion entdeckt. Wer ist es? Keine Ahnung. Da sind eine Menge Leute. Was ist denn da los? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Herrn Heinrich ist etwas passiert. Je länger wir warten, desto wahrscheinlicher wird ein Angriff. Kontaktieren Sie Berlin. Die Frauen von Paris wissen wirklich, wie man Männer glücklich macht. Ich weiß. Und wie sie sich anziehen. Ja, für die deutschen Soldaten immer besonders aufreizend. Und von Zurückhaltung haben die auch noch nie was gehört. So sind die Franzosen halt. Kennen sich im Bett besser aus als auf dem Schlachtfeld. Kennst du sie? Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Ja, angeblich. Irgendeine Ahnung, wer? Ich bin mir nicht sicher, aber das Gebäude wird abgeriegelt. An den Sicherheitsstationen wird jeder überprüft. Sind wir bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Nehmen Sie so viele Gefangene wie möglich. Verstanden. Wir schnappen sicher genug, um unsere Befrager bei Laune zu halten. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Muss man sich darum wohl Sorgen machen? Nein, noch nicht. Aber wir dürfen es auch nicht ignorieren. Ich verstärke besser alle wichtigen Sicherheitsposten. Gut, die Überwachung bekannter Verschwörer sollte auch verstärkt werden. Wir müssen so viele Widerstandsführer erwischen wie möglich. Der Schlange den Kopf abschlagen, damit der Körper stirbt. Wenn wir die Anführer ausschalten, werden sie... Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Ah! You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. Have to be quiet. Jawohl, wir erwarten Ihre Befehle.
Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Sag es mir oder ich töte dich! Ich habe nichts Falsches getan. Du bist ein Verräter und verdienst es zu hängen! Sie haben den Falschen. Lügner, du hast Sprengstoff gestohlen und jemanden gegeben. Wem? Wer war dein Komplize? Wo sind sie? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Thank you. I'll be here if you run into trouble. Just one more. Now it's up to you and your team, Daniels. They're late. We should go now. Hold your fire till they blow the gates. Get ready. All right, that's our signal. Let them have it! Let's go, fellas. Can't hold that garrison without us. Better hurry! Trash won't go down without a fight! I need ammo, sir. Got you covered, Private. Thank you.
I can't walk! Stay low! Please help me! You're gonna be all right! Get me out of here! Hang in there, buddy! I'd be a dead man if it wasn't for you! Thanks, Daniel! Keep low! Almost clear. It's not over yet. The Germans will mount a counterattack soon. We need to set up our defenses. Follow me. Get your ammo, Daniels! Jerry's still inside. We have to take him out. Bewegung! Schnell, schnell! Yeah, take this. Rousseau, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep the building. Enemy reinforcements are coming. All right, do it. Area clear. Daniel, Sussman, head upstairs and secure the second floor. We'll clear out the rest down here. On the floor, Fritz. Room clear. Gotta set up defenses. Germans will be here soon. We'll see them coming from here. If they get close, use the Molotovs. The whole city's fighting back. We're almost there. They're throwing smoke down the street. Here they come. Daniels, aim for the driver. Everyone else, wait till they're in range. Nice shot. Thank you.
trajectory! Push, you small top cocktails! Outstanding work, boys. Outstanding. We did it. The ghost forces are entering the city. Looks like we might get that champagne and caviar after all. Hey, Daniels, you still think there's a young gal looking for a handsome GI? Sorry, buddy. That was just a boost of morale. Now he tells me. City of Lights. Finally. Something to celebrate, eh, Crowley? There's no turning back. France has reclaimed Paris. No, this ain't exactly over yet. The war's not done. Now come on, Pierce, and let them have this. That's what Turner's for. Taking the garrison and helping to liberate Paris is something I'll never forget. Hell, I think I might have seen Pearson smile. We're gonna ride this momentum all the way to the Rhine.